Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße ganz herzlich zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Willkommen zu einem Update. Wir hatten ja heute Morgen eine sehr positive Öffnung zunächst gehabt im Germany 40, die ja jetzt etwas getrübt wurde. Wir haben auch das Ausbruchslevel nicht verteidigen können. Und somit muss man sich Gedanken auch über Alternativen machen. Das werden wir jetzt gleich nochmal besprechen. In den USA ist es noch besser, obwohl dort ebenfalls ein Minus bereits vorherrscht zu dieser gestrigen Rallye. Und hier werden wir uns nochmal das Retracement anschauen, wie heute Morgen, und schauen, welche Level bereits abgearbeitet sind. Und das wären dann die Themen für den Handelstag. Vielleicht nochmal dann ein Wort zum Erdgas. Das hatten wir gestern kurz besprochen mit der möglichen Dreierbewegung auf dieses Hoch, dass man dort eben diese Entwicklung beobachten sollte, und natürlich dann auch auf den Ölpreis, der heute sehr stark notiert und sich ranmacht, die 116 als nächstes anzugreifen. Also auch dort wichtige Entwicklungen. Okay, soweit von mir erstmal. Wenn Fragen sind, gerne über den Chat einfach dann posten. Dann schauen wir uns die Frage zusammen an und wir kommen direkt zum Germany 40. Und schauen uns die Situation von heute Morgen nochmal an. Also gestern hatten wir zwei Widerstände definiert, die der Markt eben bei Überschreitung erreichen kann. Zum einen die 14.090 bis 80, also hier das Hoch vom 3. Mai, 82 ist es, dass eben mit einem Anstieg gestern über diese Zone der Weg eben frei wird in Richtung 188, und über der 188 dann die 127er-Extension hier dann erreichbar ist bei ca. 360, sobald wir eben diese Zone überschreiten. Die Rallye an sich kam. Wir hatten jetzt bis heute Morgen diesen Anstieg und der Hochpunkt wurde aktuell bei 315 gesetzt. Okay, auch hervorragend. Jetzt hatte die Kasse heute natürlich ein Wahnsinns-Gap. Ich meine, der Handelsschluss gestern, kannst du hier mal schauen, 17.30 im Bereich der, oder unter 13.970, sodass wir heute fast 350 Punkte im Gap hier hatten. Das wurde jetzt teilweise wieder abgearbeitet. Die Hälfte davon ist bereits geschlossen. Okay, die Gefahr, die ich hier nochmal kurz nennen möchte, ist folgendes, dass wir eben tatsächlich erneut einen Fehlausbruch bekommen. Also sollte der Markt diese Dreierbewegung dann so setzen, dass wir zumindest nochmals leider den Umweg dann antreten in Richtung 13.800 und möglicherweise sogar diesen Anstieg der letzten Woche komplett aufs Spiel setzen. Also das ist die Gefahr. Also das ist die Dreierbewegung, die sich dann in diese möglicherweise dann einschließt, und dass eben dann der Abwärtstrend dann noch nicht beendet ist und wir ja mit einem Bruch der 13.800 große Gefahr dann erneut bekommen können. Das ist die bärische Entwicklung jetzt über diese schwache Eröffnung, die man hier implizieren kann. Okay, die Alternative dazu ist, dass der Ausbruch tatsächlich dann weiter vorgenommen wird und wir lediglich eben an diesem Gap Close arbeiten, und im Idealfall wird das Gap auch nicht komplett geschlossen, um eben ein Acceleration Gap hier zu bekommen. Und man kann jetzt den Fibo auf zwei Arten ersetzen, wenn man jetzt diesen Anstieg im Fibo messen möchte. Zum einen eben mit dem letzten Swing-Tief des begonnenen Anstieges. Das war dann hier bei 960, also fast auch wie die Kasse Schluss gemacht hat. Und hierfür ist dann diese Zone wichtig, also für diese Variante, dass wir eben den Markt auf der 178, das ist dann das 38er Retracement, bis runter hier auf die 14.095 beobachten. Die Idee eben ist davon, dass eben genau diese Zone hält. Wir sehen jetzt auch im 5-Minuten-Chart, dass wir hier diese Dreierentwicklung schon vor uns haben, also im Intraday-Bereich, also dieser erste Push bis 11 Uhr, dann jetzt die Gegenbewegung in der Mittagszeit und jetzt der zweite Push und das 61er
ist jetzt nicht mehr weit, sind jetzt noch 15 Punkte, dann hätten wir diese Zone erreicht. Und dann gilt es praktisch, das 61er möglichst zu verteidigen gegen das letzte Swing-Tief. Das ist dann hier um 17:40, genau der Kassa-Schluss von gestern. Und das ist dann die Aufgabe, solange dieser Kassa-Tiefpunkt dann von gestern hält, hätten wir dann hier diese erste Rallye, dann eine Dreierkorrektur, ganz normal. Die Hälfte des Gaps ist zu. Wir haben den Ausbruchspunkt, den ersten, von oben kommend getestet und bauen uns dann hier eben ein Sprungbrett, ein Fundament für einen erneuten Anstieg dann in Richtung 14.300, um dort dann den Anstieg in Richtung 14.6 zu bekommen. Okay, das ist dann eine Option. Und die zweite wäre, dass eben nicht das Kassatief, sondern das Wochentief genutzt wird, mit dem Hochpunkt eben verbunden. Hier ist dann die Zone leicht anzupassen, und zwar das 38er eben hier bei den 116 bis runter auf das 61er, das ist dann bei 995. Und dann sieht man schon, dass auch dieses Level über dem Kassatief von gestern dann notiert. Und deswegen bekommt dann eben genau dieser Tiefpunkt von gestern hier diese besondere Rolle zugeteilt. Okay, zusammengefasst, solange der Kassa-Tiefpunkt von gestern eben hält, kann diese Rallye weitergehen. Dann ist es kein Fehlausbruch, sondern einfach nur eine Korrektur des steilen Anstieges gestern. Und sollte der Tiefpunkt eben brechen, dann ist große Gefahr, dass wir eben genau diese bärische Abhandlung bekommen, dass wir eben diese Dreierbewegung lediglich haben. Und dann droht erneut eben ein Abverkauf in Richtung 13.800 und später sogar erstmal auf die 13.560. Okay, das ist die Aufgabe für die nächsten Stunden hier im Germany 40. Und ich hoffe, dass wir dann morgen vielleicht sogar nochmal Klarheit bekommen, welche Variante dann Überhand gewinnt. Okay, soweit zum Germany 40 mit dem Updates, und im US-Markt wollten wir heute Mittag ähnlich wie jetzt im Germany 40 diesen Anstieg von gestern nochmals uns anschauen, und da war ja der Anstieg praktisch von den 33.000 auf die 34.100 im Gange, und heute Morgen haben wir dann diesen Tiefpunkt mit dem Hochpunkt bereits verbunden, und hier ist die Frage, ob wir eben diesen Anstieg sogar noch nicht abgeschlossen haben, sondern hier eine 4 haben. Und die sollte sich dann irgendwo im Bereich 860 ausdehnen, bevor dann ein weiterer Push in Richtung 34.400 noch ansteht. Und das Ganze bleibt weiterhin eben Thema. Für die Eröffnung muss man jetzt sogar etwas vielleicht tiefer denken, auch mit dem 38er. Das würde jetzt bei 33.700 noch einhergehen, dass man eben genau diese Zone dann im Blick hat. Auch hier dieselbe Aufgabe oder Ausgangssituation. Der Markt hat die Chance, den Widerstand hier rauszunehmen, was eben für die längerfristige Sicht notwendig ist. Und deswegen gilt es eben genau dieses Retracement, was wir jetzt eingezeichnet haben, dann zu beobachten. Und auch hier dann das gestrige Tief. Also man kann die 33.000 hier dann dementsprechend wählen. Und auch dann die gleiche Aussage, solange dieses Level hält, haben wir die Möglichkeit, eben hier diesen Trend aufzubauen. Also Anstieg, höheres Tief, Anstieg. Jetzt brauchen wir eben das Gleiche, um dieses Momentum dann zu gewinnen. Und wenn das gestrige Tief bricht, dann Obacht, weil hier eine Dreierbewegung dann entstanden ist, die nach unten aufgelöst wird. Und dann eben diese komplette Supportzone, die sich jetzt aus den März- und Februar-Tiefpunkten ergeben hat, in Gefahr kommt, nach unten dann aufgelöst zu werden, und dann ist das nächste Ziel, also unter der 32.240, würden wir einen Abverkauf in Richtung 31.000 dann bekommen. Und das liegt hier auf dem, in der Verlosung eben, entweder dieser Crash, wenn wir dementsprechend scheitern. Crash ist ein bisschen übertrieben, aber genau dieser Abverkauf eben, sollten wir scheitern und dann den Tiefpunkt von gestern rausnehmen. Und um das eben zu vermeiden, gilt es jetzt erstmal genau das komplette Retracement hier zu beachten,
Für eine 4, wenn es kommen sollte, ist praktisch diese eingezeichnete Zone interessant. Wenn der Anstieg hier durch ist, dann kann man auch mit dem 61er arbeiten. Hier würden sogar nochmal 400 Punkte Abwärtspotenzial dann bestehen. Okay, soweit die Erläuterung. Ich hoffe, kommt soweit an. Wir schauen dann ebenfalls nochmal auf den Nasdaq. Der hat ja gestern ebenfalls diese schöne Rallye hier hingelegt. Im Nasdaq hatten wir dann ebenfalls ja, hier dieses 23er schon mal eingezeichnet gehabt. Ja, Markt ist sogar tiefer, sodass man jetzt zur Eröffnung ebenfalls auch mit dem 38er noch arbeiten muss. Was man eben sieht jetzt im Intraday-Bereich, könnte sich eine Divergenz ankündigen. Ist noch nicht der Fall, aber ja, sollte man dann hier beobachten. Und dann ist ebenfalls die Frage, ob wir hier diese Dreierbewegung dann haben und dieses Zwischentief, also diese Zwischenerholung jetzt im europäischen Handel, würde dann, wenn wir das rausnehmen, diese Bewegung abschließen und von hier dann erneut den Push dann auf die Oberseite in Richtung ja, der gestrigen Hochs und auch dann in Richtung 13.7 und 14.000 dann auslösen hier im Nasdaq. Okay, ja, soweit die Updates dann. Auch hier nochmals das gestrige Tief hier, super wichtig. Ich zeige es nochmal ein. Also es kam ja vom 61er, perfekt. Und im bärischen Fall hätten wir jetzt hier diese Dreierbewegung ja sogar abgeschlossen. Und das Ganze wird bestätigt unter dem gestrigen Tief. Und solange das jetzt eben noch nicht unterschritten ist, gilt es dieses Retracement zu beobachten, um, ja, um dann eben im Trend handeln zu können. Und der Trend bricht am gestrigen Tief. Das sind die wichtigen Marken in kurzer Zusammenfassung. Okay, dann kommen wir zum Euro. Der Euro hat jetzt gestern eine wichtige Zone erreicht. Also das Corona-Tief wurde jetzt von unten kommend ja, berührt. Und jetzt ist eine spannende Situation dadurch entstanden. Zum einen hätten wir jetzt seit dem Tiefpunkt, jetzt letzte Woche, hier eine ganz schöne Dreierbewegung, die man hier sieht. Und ja, unter den Tiefpunkten jetzt bei 1,0490 würde diese Dreierbewegung tatsächlich bestätigt. Und der nächste ja, Abverkauf dann in Richtung 1,03 und dann später in Richtung Parität würde beginnen. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt halt ja, noch eine kleine Hoffnung vielleicht für die Bullen oder dass wir nochmals eben diesen Widerstand attackieren können und dann eben rauszunehmen. Hierfür gilt Folgendes, dass man diesen aktuellen Anstieg jetzt von gestern, den kann man ja so erstmal fixieren oder verbinden. Und hier gilt, wie heute Morgen gesagt, praktisch diese Zone, da sind wir jetzt auch grob bei der 1,0550. Das ist das 61er Retracement des kompletten gestrigen Anstieges. Und ja, das gilt es dann eben zu verteidigen, um den nächsten Anstieg hier zu bekommen. Und Kontrolllevel dafür ist dann eben hier die 1,0490, um irgendwie eine mögliche Stabilisierung im Euro zu bekommen. Aber alles, was unter dieser 1,0635 ist, ist ja, gefährlich. Kann man fast nur im Intraday-Bereich dann agieren. Okay, also so viel dazu. Wichtige Zone erreicht und jetzt die Frage, wie geht es dann hier weiter? Okay, dann nochmal zu Gold. Im Gold haben wir jetzt ebenfalls eine super schöne Rallye seit dem Tief bei 18,50 und wir haben uns jetzt nochmals in Richtung des ja, wichtigen Widerstandes bei 19,20 hier nach oben bewegt. Leider hatten wir jetzt kein Treffer auf dem 38er. Ein Dollar hat gefehlt. Und ja, was kann man aktuell dazu sagen? Hier ist weiterhin die Situation so, dass immer noch die Chance besteht, hier einen weiteren Abverkauf zu bekommen, solange die 19,20 nicht rausgenommen werden. Und hier ist dann die Bewegung, solange der Hochpunkt intakt ist, kann man das immer noch so eben sehen.
Und ja, Bestätigung von dieser Variante, wer jetzt zum Beispiel shortet gegen die 1920, würde man erst bei 1860 bekommen. Also ist ein weiter Weg sozusagen. Okay, die Alternative dazu ist, wir haben diese große Korrektur im Tageschart abgeschlossen. Somit weiß man, hier unten ist der Kontrollpunkt für eine bullische Situation. Und man hat dann gestern möglicherweise hier eine 1,2 hinter sich gebracht, hat dann heute eine neue 1 begonnen, hat das Ganze dann korrigiert Richtung 38er Retracement, also nochmal 1,2 und arbeitet jetzt in den nächsten Stunden an einem Ausbruch über diese besagten 19,20. Und dann kann man sogar Intraday, wer jetzt da sehr aktiv ist, vielleicht sogar das Tagestief, hier die 18,90 nehmen, damit es dann direkt weitergeht, jetzt ohne größere Schwäche. Also so können wir es dann Intraday ummünzen, wenn jemand sagt, nee, das reicht mir. Alternative ist, hier die 18,77 könnten nochmal kommen. So. Aber hier gilt dann ebenfalls, dass die 18,60 nicht verletzt werden dürfen. Und dann kann man auch über das 61er den Ausbruch nochmal ableiten. Also soweit dann die Möglichkeiten im Gold. Also es liegt dann jetzt einiges auf der Waagschale mit diesen 19,20, ob es da jetzt drüber geht oder nicht. Okay, genau, dann nochmal zum Abschluss Öl. Und da laufen wir jetzt ja immer näher an diese wichtige Widerstandsmarke. Und warum ist das wichtig? An sich, also man sieht, es ist praktisch so ein Deckel. Das war auch hier dieses letzte Verlaufshoch. Und dieses letzte Verlaufshoch, das würde ja einen Ausbruch potenziell mit sich bringen, wenn es gelingt, da rauszugehen. Und dann würde sich hier praktisch eine bullische Dreiecksbewegung, also A, B, C, also 5 Bewegungen müssen sein, A, B, C, D, E, so. Und ausgehend eben von diesem Tief jetzt, letzte Woche, hat sich jetzt eine Rallye ergeben, die ja im Idealfall dann einen Ausbruch hier mit sich bringt. Und dafür müssen die 116 rausgenommen werden. Aber was mir persönlich im Moment noch nicht gefällt, ist die Bewegung aus dem Tief heraus. Hier ist weiterhin das sehr dreiwellig für mich. Also wir haben hier diesen Anstieg dreiwellig runter, 5er hoch. Also ganz klassische ABC. Dann eben diese Korrektur zum Wochenstart jetzt, hatten wir hier mit dem 61er Retracement besprochen. Und jetzt eben dieser zweite Push. Und dieser zweite Push ist ebenfalls Anstieg, Gegenbewegung, Anstieg. Also WXY sind das dann hier in der Wegbeschreibung. Und was man machen kann, also trotz dieser Ausdehnung, man kann ja mal diesen ersten Push nach oben extensieren, um zu schauen, ob da jetzt eine Extensionsmarke erreicht wurde. Und ja, tatsächlich, das 127er Extensionslevel ist hier erreicht, sodass wir wirklich hier eine sehr entscheidende Phase im Öl haben, ob praktisch der Ausbruch bullisch hier folgt, trotz dieser Dreierbewegungen, oder aber ob dieses Dreieck, was ich gerade angesprochen habe, anders läuft, und zwar von hier kommend, also bärisch dann A, B, C. Und wir haben jetzt eben hier diese Dreierbewegung als E, also als letzter Push in diesem Dreieck. Somit würde sich dann dieser Abverkauf über eine Dreiecksformation nach unten entladen. Und hierfür gibt es dann zwei Marken, die man beobachten kann. Also im Moment sind die eher sekundär, aber damit man die schon mal gehört hat, dass dann hier dieser Bereich, also die Wochentiefs von dieser Woche, bei 105 in etwa. Und unter dieser Marke würde diese Variante Momentum dann bekommen, um genau diesen Abverkauf dann hier hinzulegen. Okay, also das grob diese zwei Dreiecksvarianten, die vielleicht entscheidend sind. Und für dieses bärische Dreieck, da sind wir jetzt wirklich an der Marke angelangt, wo
ja, wenig Spielraum ist und vielleicht deswegen hier Achtung, ob das tatsächlich gelingt. Also CRV-technisch natürlich eine bombastische Situation, muss dann natürlich bestätigt werden, aber an sich. Eine Überlegung wert. Okay, soweit dann die beiden Optionen und deswegen jetzt nochmal ein Blick auf den Erdgaspreis. Hier eine ähnliche Situation. Also der Erdgaspreis allgemein, schöner Trend. Wir hatten ja eine Wahnsinns-Rallye. Der Preis hat sich jetzt innerhalb der letzten 18 Monate vervierfacht. Also das ist der US-Erdgaspreis. Und seit April hatten wir jetzt diesen Abverkauf vom erreichten 127er Extensionslevel. Also dieser Push. Und wir sind genau auf den vorherigen Hochpunkt hier gefallen, auf die 6,40 und haben jetzt seither wiederum eine Rallye von knapp 2 Dollar jetzt hinter uns gebracht. Und auch hier jetzt die Frage, wir hatten ja gestern folgende Situation, dass wir uns diesen Anstieg hier angeschaut haben und die große Frage ist halt, ja, ist das hier ein erster Teilabschnitt? Wir haben hier wiederum eine Gegenbewegung und dann hier einen klassischen Fünferanstieg, 1, 2, 3, 4 und jetzt eben der Push in 5. Und wir haben hier das 127er der vorherigen Bewegung erreicht, nach oben gespiegelt. Und dementsprechend ist jetzt hier die Aufgabe, diese Situation zu beobachten, ob wir hier einen Fehlausbruch in einer B-Welle haben. Die erfordert dann einen Abverkauf zurück zum Ursprung. Das wäre dann in Richtung 640, um diese Korrektur dann zu beenden. Und genau diese Situation jetzt kann man hier anschauen. Interessant wird es, wenn wir vor allem dann diesen Ausbruchspunkt, die 805, zurückverlieren. Also gestern hat es gehalten. Mal schauen, ob er es jetzt heute und die kommenden Tage ebenfalls noch schafft. Und wenn er es verliert, dann, dann gewinnt diese Formation an Stärke. Und das gilt es dann abzuwägen. Fehlausbruch oder nachhaltiger Ausbruch und die Bewegung hier, die gilt es dafür dann beide zu kontrollieren, aber es sieht tatsächlich dreiwellig aus, Stand jetzt. Okay, schauen wir uns dann die Tage dann nochmal an. Okay, dann haben wir jetzt erstmal die Updates nach der FED-Sitzung und genau, Markt hat eröffnet. Wir schauen nochmal kurz im Nasdaq auf das Retracement. Okay, 38er ist erreicht. Ja, sehr wichtig jetzt dementsprechend. Die Hochpunkte jetzt aus der Mittagserholung gelten jetzt als Widerstand. Wenn die rausgenommen werden, dann ist die Korrektur hier so vorbei. Und wichtig, der Tiefpunkt von gestern darf in der Betrachtung nicht unterschritten werden, weil sonst diese Dreierbewegung an Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten zulegt. Okay, soweit dann die Updates. Vielen Dank fürs Interesse. Dann hören wir uns morgen, wenn Sie mögen, ab 9 Uhr wieder zu CMC TV. Und bis dahin wünsche ich Good Trades, viel Erfolg und Ade.